Der Wolf. Aber der Fenrir's Wolf folgte uns, um unsere Zufluchtsort zu verschlingen. Er und wieder lieferten sich einen erbitterten Kampf, bis wieder geradewegs in das Maul des Wolfes trat und ihn beim Kiefer packte. Prophezeiung sagte voraus, dass wieder den Kiefer eines Wolfes in zwei brechen und ihn so besiegen würde. Aber er war zu schwer verletzt, zu erschöpft von der Schlacht. Er rief der Beste zu: Genug, füge diesem Land keinen Schaden zu, verfluchter Wolf. Lass uns einen Pakt schließen. Du sollst bekommen, was du willst. Lass nur dieses Land in Frieden. Okay, das Tagebuch. Ich weiß nicht, was. Inventar habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob wir ein Inventar haben. Oh, wir haben eine Sammlung. Geschichten Dorfbewohner. Dann haben wir auch noch nicht alles gesammelt. Eriks Geschichten, Eriks Tagebuch. Heute Morgen konnte ich kaum in den Spiegel sehen. So sehr ekelte mich der Gedanke an meine Aufgabe an, dass ich kaum essen kann. Diese vergangenen Jahre, so lange Väter und Mütter versteckten ihre Kleinen vor mir. Je näher der Zeitpunkt rückt, desto doch ich finde immer eines, egal wie weit ich gehen muss, versteckt in einem Vorratsschrank oder unter einem Bettchen. Ich schleiche den Berg hinunter und nehme sie mit. Auf der Insel waren fast keine Kinder mehr übrig und Fenrir weigerte sich, einen Ersatz zu akzeptieren. Es schien alles verloren, nur Bifrost blieb noch. Sie fiel während des Krieges, zerbrochen und fast ohne Magie. Sie brach zusammen, doch Teile von ihr könnten immer noch dazu genutzt werden, um die Ebenen zwischen den Welten zu überqueren. Aus Verzweiflung trat ich auf ein Stück und folgte ihm hinüber zu einem anderen Ort, irgendwo anders. Und dort fand ich ein Kind, Kinder, mehrere Kinder, als wenn mir jemals begehren könnte. Ich brachte dieses Kind über Bifrost zurück und der Wolf war besänftigt. Ein anderer Ort. Doch er durchschaute meinen Betrug. Er erkannte, dass ich etwas Unentdecktes enthüllt hatte. Und er verlangte mehr, immer mehr und mehr. Der Wolf weiß von der versteckten Welt. Mit meiner Reise dorthin habe ich alles in Gefahr gebracht. Doch hatte ich eine Wahl? Ich kann nicht schlafen, kann nicht essen. Ich sehe ihre Gesichter, ihre roten Augen und Tränen verfolgen mich so sehr, dass ich kaum stehen kann. Ich breche unter der Last ihres Schreckens zusammen. Okay, ja. Und tut es leid, er hat, ihn belastet das auch sehr, aber trotzdem, verdammt. Ein schlechtes Gewissen deswegen, aber verdammt. Okay, ein bisschen Kryptonit zu mitnehmen. Okay, das sieht sehr nach einem guten Ort für einen Endbosskampf aus. Das kann ich nicht öffnen. Wo kommen wir hier lang? Hier runter. Ist das ein Haus oder was? Jetzt in eine dunkle Höhle.
Oh, Erwünschter Fleischer, Fight Club. Uha. Jetzt gibt's Bosskampf. Erste Regel des Fight Clubs, man redet nicht über den Fight Club. Und die haben gerade hier über den Fight Club geredet. Da drüben sind sie. Da ist der Wolf. Ich hin dort. Es gibt ihn wirklich. Fanbio. Der Wolf. Und jetzt wollen wir uns im Endboss, im blutigen Endbosskampf gegen den Götterwolf beweisen mit einer Taschenlampe. Mit unseren bloßen Fäusten und einer Taschenlampe. Gegen einen Wolf. Ich meine, wenn es ein normaler Wolf wäre, ja, aber unter Umständen, wenn eine Mutter kein Frieden, wenn sie ihr Kind beschützen muss. Safe Point. Aber Trolle und so weiter haben wir ja hier alles schon gesehen. Das ist. Scheint ja wirklich ein Götterwolf zu sein. Das ist ja. Sich mit einem Gott anlegen. Schwierig. Ich weiß nicht, unmöglich, weiß ich nicht, kann ich sagen, aber hallo Wolf. Eine Fackel muss ich kriegen. Okay, nun kriege ich eine Fackel her. Save the point. Das war ja sehr gut. The girl who cried wolf. Okay. Sagt er, ich sehe dich. Okay, wie sollen wir es an ihm jetzt noch vorbei erschaffen? Wir müssen irgendwie ans Feuer kommen. Da gibt's nur den einen Weg, oder wie? Ja, das ist logisch, ich sehe dich. Ja, was denn? Mit Licht wird das erst recht nichts. Wie? Wie denn? So, wir haben doch jetzt hier den letzten Bosskampf. Das ist doch jetzt. Es dürfte doch nichts mehr. Das dürfen wir doch heute noch hinkriegen. Kriegen wir den bezogen? Einen großen bösen Wolf. Na komm, ich habe mich schon durch anderes durchgenommen. Du bist doch nachtaktiv. Dann komme ich an ihm vorbei. Er sieht mich ja sofort. Dann die Fackel komme ich auch so groß, so schnell nicht ran.
Puh. Tarnumhang umziehen. Er sieht mich. Wegrennen ist keine Option. Okay, eine Errungenschaft ein falsches. Also wegrennen ist irgendwie schon eine Option. Irgendwie müssen wir ans Feuer kommen. Sackgasse. Dann müssen wir zurück in die Höhle und dann. Ich habe eine Idee, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Okay, er kommt jetzt hier rein vielleicht. Können wir vielleicht hier drüben? Nein. Nicht aus uns sneaken. Er sieht mich doch überall im Dunkeln. Nee. Und hier müssen wir ihn austricksen, die Höhle reinlocken und dann. Könnte ein Weg sein, an ihm vorbei. Na komm zu der dir. Na, wo bist du? Na, da verzieht er sich wieder. Muss doch einen Weg geben, um hier reinzulocken. Traut er sich nicht oder was? Ach, wir müssen ihn anleuchten. Ach, schalt das Licht. E zum Schwenken der Waffe, der Fackel benutzen. Okay, da wollen wir nicht hin.
Okay. Wie kommen wir jetzt dahin, wo wir hin wollen? Gehen wir überhaupt hin? Lässt ein Boss, der Götterfuchs. Kampf. Wie das denn jetzt? Okay. Es hat ihn verwundet, die Fackel, aber irgendwie. Ist damit die Taschenlampe leuchten oder was? Ach, er Flammen, er Mondlicht. Okay. Müssen wir ins Mondlicht locken? Ach komm. Na komm. Das kriegen wir doch hin. Ich war zuerst. Ich habe zuerst gehauen. Den einen mit Feuer ausschalten und den anderen mit Mondlicht. Was denn? Wie denn? Was wo? Ach Leute. Eine Rolle runterschieben hier. Schwenken der Fackel. Okay, wir haben den doch schon mal einmal besiegt. Jetzt mal ein bisschen Concentration. Wir müssen den von hinten erreichen oder was? Wenn er sich auf mich stürzt, dann sind wir schon. Haben wir verkackt. Mal den einen können wir ins Mondlicht locken und der andere. Den anderen müssen wir vorher ausschalten. Oh weia, das wird ein Krampf. Und einen das Mondlicht und der andere schaltet die Sonne oder das Feuer. Wie kriegen wir dich angezündet, ohne dass du uns nicht angreifst? Ich hab dich doch eh und ich hab dich denn vorhin. Ich hab dich doch schon mal angezündet.